der hat mir, weil die gemerkt haben mit mir, ich bin so ein bisschen auf der Suche, weißt du? Weil die gemerkt haben, so, haben mir den Koran schon, also den Islam, ich habe Freunde vom Islam und die haben mir gesagt, ja, komm doch mal zu uns und weißt du, so, immer schön, du weißt, wie die reden, weißt du, Bruder? Ich möchte es nicht Na. vertiefen, weil ich möchte, dass die Diskussion anfangen. Aber du weißt ja, wie die reden, du weißt, was ich meine, Bruder, gell? Und dann, ja, hab hier geguckt, so, hab Amir geguckt, so, weißt du, hab dich so, und dann habe ich gedacht, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt. Ich rufe nach ihm. Ich rufe nach ihm. Und hab so hin und wieder mal so mit denen gesprochen, weil ich das nicht verstanden habe, was man da machen muss, Bruder, weißt du? Ja. Bin mal nachts unterwegs mit dem Auto, sehe die Polizei in die eine Richtung fahren und denk mir nichts. Aber in der Nacht war ich in der Welt fleischig, Bruder. Fahr zurück und denk so noch, und denk so an Gott und so, weißt du? Fahr zurück, hält mich die Polizei an. Personenkontrolle, war ewig gewartet, da. Alkoholtest, dies, jenes, Führerschein nicht dabei, 10 Euro Strafe und bin nach Hause. Ich erkläre, warum ich das jetzt alles sage, erkläre ich dir gleich, Bruder. Und dann habe ich mir gedacht, boah, jetzt auf TikTok und finde so ein Video, wo einer erzählt, so eine Predigt, was man da halten kann, wenn man das macht. Auf Englisch aber. Und ich habe mir das jetzt nicht auswendig gelernt, ich habe einfach gehört, was der so gesagt hat und mach das, Bruder. Jetzt. Ich bin in die Knie und ich habe gesagt, Herr, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ich weiß und du weißt, ich habe ekelhafte Sachen gemacht, habe ich zu ihm gesagt. Ich habe gesagt, wenn es wirklich wahr ist, komm. Ich gesagt, komm zu mir. Mein Leben gehört dir. Schlimmer kann es ja nicht sein, weißt du, immer Schmerzen, kein Job und so, weißt du. Nicht. Ja. Schlimmer kann es nicht werden, weißt du, Bruder? Und sagt, ja, komm in mein Leben, reinige meinen Geist, reinige meine Seele, reinige mein Herz, habe ich gesagt. Komm, sag ich, komm zu mir. Ich gesagt, ich kenne dich an, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich kenne das. Ich kannte das ja, weißt du, ich bin ja Katholik, ich kannte das ja, aber nicht so, wie ich es jetzt kenne, Bruder, weißt du? Und ich weiß, dass du das gemacht hast für uns. Und Bruder, es ist nicht so, dass jetzt, weißt du, ich habe nicht von ihm geträumt oder so, oder Licht gesehen, aber nichts, Bruder. Aber in dem Moment, alles, was ich von meinem Zeugnis erzählt habe, ist vor meinen Augen so. Wie bei The Big Bang Theory. Das Lied, weißt du, und immer schneller so. Und Bruder, die ganzen Momente, wo er mich gerufen hat, Bruder, weil das ist kein Zufall, Ein dass du Zimmer lebendiges bist. Zeugnis, heftig. Sehr Das ist schön. kein Zufall, Bruder. Dass in meinem Zimmer irgendeiner ist, der die Bibel liest, in dem Moment, gerade wo es dir voll beschissen geht, Bruder. Ja. Weißt du, und es ist ja immer schlimmer geworden, weil ich es immer von mir gedrückt habe, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil er sagt, ich bin hier und ich habe dich schon gerufen, aber du bist nicht gekommen. Es liegt doch auch an dir, weißt du, Bruder. Und diese Sachen sind mir so bewusst geworden, in dem Moment, die ganzen Sünden, du siehst ja, was du gemacht hast, du erinnerst dich plötzlich so lebhaft dran. Aber das, wo ich es wirklich merke, dass was passiert ist, Bruder. Warte. Du merkst dich wieder so emotional, weißt du? Ich konnte das nicht mehr. Bruder, ich konnte das nicht mehr. Als mein Papa gestorben ist, Bruder, von mir sind Freunde, Tanten. Ich habe gesehen, dass Familienväter weggestorben sind bei Corona so und voll unfair weggestorben sind. Ich gemeint, die Kinder kommen zu mir nach Hause. Weil die befreundet sind meine Kinder, deren Papa ist gestorben, aber nicht an Corona, Bruder. Und ich konnte nicht, ich war bei der Beerdigung, nicht eine Träne, Bruder. Nicht eine Träne, gar nichts. Und seit ich das gemacht habe, Bruder, guck, geht's wieder. Du merkst, wo das geht. Heftig. Das ist mein Zeugnis, Bruder. Und Bruder, es kann kommen, was möchte, Bruder. Das nimmt niemand, egal was passiert, Bruder. Gar nichts. Bruder, wenn jemand Zeugnis erzählt, mein Körper spielt verrückt, ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper. Ich lese die Bibel, ich habe Psalm 20, die Schwester Kokaloka hat den Psalm 22 erwähnt. Bruder, ich habe den gelesen. Mein Körper hat so Gänsehaut und wie kleine Vibrationen im Körper gespürt, Bruder. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Das geht mir so oft, wenn ich irgendwelche Verse, ich sitze im Auto, ich höre euch zu und ich kriege Gänsehaut am ganzen Körper, Bruder. Am ganzen Körper, mein Körper spielt verrückt. Ich habe nichts gesehen, Bruder Danny, Bruder, aber ich habe es gespürt, tolles Bruder. Zeugnis. Ich wollte einmal was sagen, ja? Bruder, hört ihr mir zu? Leute, wenn ihr wollt, weil ich will eine Challenge machen, wenn ihr wollt, dass ich 250 Kilo wiege, dann müsst ihr mir meine Chicken Wings finanzieren. Hör bitte auf zu lachen, sonst kicke ich dich. Wenn ihr wollt, Leute, dass ich 250 Kilo wiege bis Ende des Jahres, dann müsst ihr mir ganz viel Chicken Wing Geld geben, Leute, ganz viel Hamburger Geld, ne, damit wir diese Challenge auch schaffen können und überstehen können, gesund. Ja. Nein, Bruder, Dann nur sitzt du Spaß. oben ohne Daumen, man sieht nur dein Gesicht, Bruder. Aber Wir Bruder, machen das ist nur mein Spaß. Zeugnis. Bruder, das ist mein Boah. Zeugnis und ich bin so glücklich, Bruder. Ehrlich, Bruder. Und das ist die Wahrheit. Das ist wirklich die Da Wahrheit. schreibt einer gerade, Leute, könnt ihr für mich beten? Ich möchte auch wieder geboren werden. Ja, natürlich können wir für dich beten, auf jeden Fall. Bruder, ich wirklich, wenn ich bete, ich sage auch, Herr, bitte, tu die Menschen recht leiten, die noch nicht bei dir sind, weißt du, Bruder? Das mache ich automatisch. Warte ganz kurz, Bruder. Also für den, der gesagt hat, könnt ihr beten. Du musst dein Herz öffnen. Ich kann dir empfehlen, geh auf deine Knie, bete zu dem lebendigen Gott, bereue deine Sünden, bitte ihn um Vergebung, um den Heiligen Geist und vom ganzen Herzen, dass du es auch vom ganzen Herzen ernst, also ernst meinst. Und wichtig ist auch zu glauben, ne? Das ist auch sehr, sehr wichtig. Bruder, und das beweist mir, dass du gar keine Wassertaufe brauchst, Bruder. Das ist nur so Warte ein mal ganz kurz. Zeugnis, so Hast du was dich du machst. bei dem Herrn für das Essen bedankt? Ich bete immer. Du brauchst den Herrn Jesus Christus. Komm doch einfach mal rein. Du musst Buße tun. Du brauchst den lebendigen Gott. Du bist verwehrt. Darum komm rein. Ich schicke dir eine Anfrage, du kannst reinkommen und dann reden wir einfach. Danny, geht es dir gut? Ja, dank den Herrn, mir geht es sehr gut. Warte mal. Hey, Bruder, was ich auch noch kurz erwähnen wollte, ich kann dir gar nicht Ja. sagen, wie meine Eltern richtig geglaubt haben, Bruder. Ich kann dir nur sagen, dass wenn zum Beispiel Ostern war, hat meine Mama alle Kruzifixe zu Hause abgedeckt. Und Ja. als sie wieder auferstanden ist, hat sie es wieder aufgedeckt. Ich kann dir nicht sagen, ob meine Eltern Neugeborene waren, Bruder. Und das macht mich Guck mal, verrückt. was Ich hier habe einer schon zu Gott schreibt. gebetet. Aufpassen vor dem Prote Guck mal, was hier einer schreibt, ey. Das sind diese ganzen orthodoxen Gänge hier sind hier drin. Bruder, anstatt zu sagen, schaut euch mal die Zeugnisse an, der Herr ist da, den Herr gibt's, kommen Sie mit Hate, Bruder. Wie kann das sein, Bruder? Ich war Katholik, was soll ich machen? Ich habe es mir nicht ausgesucht, ich bin da reingeboren und mir ist das passiert. Was soll ich machen, Bruder? Soll ich sagen, nee, geh weg, ich will weiterhin Katholik sein? Bruder, kannst du mir das erklären? Also ich verstehe sowas wirklich nicht. Anstatt zu sagen, lobet den Herrn, Bruder, preiset den Herrn. Es ist du ein bist doch lebendiger nur Gott. Katholik gewesen, weil du da hineingeboren bist. Ja, Bruder, habe ich doch gerade eben gesagt. Ich war Katholik. Was soll ich machen? Ich Die habe es mir kennen nicht gar nicht den Herrn ausgesucht. Jesus Soll Christus. ich das Die von kennen meinem gar nicht. Zeugnis weglassen, damit sich keiner beleidigt fühlt, Bruder? Soll ich es weglassen? Warte. Die sind so, komm zu uns in die Kirche. Du musst Tradition machen. Du musst Werke tun. Komm zu uns. Tu Werke und du wirst gerettet werden. Der Herr Jesus sagt, glaube an mich und du wirst gerettet werden. Komm, tu Werke. Du musst getauft werden, du musst dies und das tun, festhalten, damit du gerettet wirst. Der Herr Jesus sagt, es ist vollbracht. Glaube an mich. Aber die bitte nicht reinholen, Bruder. Warte mal, Das ist die jetzt von schreibt heute. einer, er spricht einfach Rese alles nach. Ich weiß nicht, was er meint.
Also ich habe niemand, ich spreche niemanden nach. Ich habe mein eigenes Leben. Ja, ist auch egal, lass die Leute reden. Danny meine ich. Also, ich weiß nicht, was du meinst. Ich rede frei heraus, wie ich rede. Ich kopiere niemanden. Aber auch an die ganzen Christen, ihr müsst von neu geboren werden. Das ist das Allerwichtigste. Ohne die Wiedergeburt kommt ihr nicht in den Himmel. Die Kirche wird euch nicht retten. Der Pastor wird euch nicht erlösen. Ein Pastor kann euch doch nicht erlösen. Auch diese Fürbitte, Statuen anbeten, Statuen verehren, Rosenkranz, Fürbitte machen. Bruder, guck mal, er schreibt, es kommt auf die Taten an. Aber der Glaube bringt die Taten. Der Glaube macht die Taten. Ich bin ein anderer Mensch. Ich Es behandle kommt meine auf die Menschen Taten an. viel Okay, warte. respektvoller als früher. Bruder, die Taten werden dich nicht retten. Was für Taten denn? Was meinst du, es kommt auf die Taten an? Okay, sag mir, du bist jetzt ein Christ, ich bin ein Atheist, aber ich mache bessere Taten wie du. Was ist aber dann? Ich habe nie an Gott geglaubt, meine Taten waren 100 Mal besser wie deine. Du warst ein Christ, deine Taten waren vielleicht mal nicht mal die Hälfte. Ja, siehst du? Das ist völlig egal, die Taten zählen bei Gott nicht, sondern das Herz, das aufrichtig zu ihm kommt und bereut. Die denken so, ein Baby, das getauft ist, das ist 100% gerettet. Guck dir doch mal an, wie viele Kinder wurden getauft und sind Atheisten, bekämpfen den Herrn Jesus. Bruder, aber so Bruder, die Säuglinge. Christen, guck Bruder, mal, aber so es geht nur, es geht, Säuglinge. nein, Bruder, es geht nur um, Hauptsache, ich kenne die Bibel 100 Millionen auswendig, Hauptsache, ich habe alle auswendig, Hauptsache, ich kenne die Kirchenväter, ich weiß, welche Schuhgröße die Kirchenväter hatten, welche Kleider die Kirchenväter hatten, aber die Liebe Gottes, was ist denn Liebe? Warum soll ich andere lieben? Nö, will ich aber nicht. So sind die Christen. Nicht alle, aber viele. Nee, ich will aber nicht lieben. Ich liebe meine Eltern. Ich liebe meine Geschwister so. Aber was für einen Lohn habt ihr, wenn ihr nur die liebt, die euch lieben? Tun nicht die Sünder da draußen ebenso, die Zöllner? Bruder? Bruder, du warst gerade abgehackt, ich habe dich nicht richtig gehört, tut mir Also, leid. es geht darum. Hörst du mich jetzt, Bruder? Jetzt höre ich dich, Bruder. Bruder, Ja. guck mal. Was bringt mir das, dieses ganze Wissen, diese ganze Philosophie, diese ganzen Traditionen? Du siehst ja auch, wie, guck mal, guck dir mal Traditionschristen an, vom Verhalten her, wie normale weltliche Menschen. Nur sie sind fromm, sie sind fromm. Ich kenn Bruder. Orthodoxen, die sind richtig christlich, die sind richtig christlich, rauchen hier Weed, sind draußen, gehen feiern, machen Zap-Zarab-Geschäfte. Gehen dann schön einmal in die Woche in die orthodoxe Kirche und sind dann so fromm mit Anzug. Ich kenne Katholiken, die sind richtig streng katholisch, gehen auch einmal sonntags in die katholische Kirche, aber ganz normal sind die. Wie Ich normale, weiß, wie meine Bruder. Kollegen halt, ne? Machen Zap-Zarab-Geschäfte und sind aber Katholiken, ne? Ich Sind weiß, sehr Bruder. fromm, sind sehr bibelfest. Das hat doch gar nichts da. Ey, Bruder, das hat doch nichts zu heißen. Ja, aber Nur weil du Bruder, jetzt die guck Bibel mal, wenn's auswendig Bibel. kennst, Bruder, das hat doch nichts zu heißen, nur weil du 10-mal die Bibel gelesen hast. Ich frage dich, bist du wiedergeboren? Was sagt der Herr Jesus? Nicht, ich muss die Bibel das, ich muss das tun. Nein. Das hat der Herr Jesus Du nie bist. gesagt. Der Herr Ja. Jesus hat nicht gesagt, taufe dein Kind, geh in die Kirche. Die kennen sich gut aus mit Maria verehren, da sind sie Profis drin. Aber in Liebe, Nächstenliebe, da ist das Gehirn, da wollen die nicht. Profis Aber in ja. Bruder, gerade wegen den Säuglingen. Ein Säugling ist meiner Ansicht nach per se gerettet, weil er kommt auf die Welt, er hat gar keine Sünden. Was für eine Sünde hat er gemacht? Er ist geboren. Weißt du, Bruder? Und wie kann das Kleinkind sich entscheiden für einen Herrn, Ja. wer nicht mal bewusst ist, dass er ist? Wie sollte so eine süße Kreatur, wie sollte die Warte ganz verloren kurz. sein? Ich warte Die ist ja bitte, warte. sündenfrei. Drogenkonsum hat doch nichts mit der Liebe von Gott zu tun. Na, du hast mich, glaube ich, falsch verstanden. Also ich will was dazu sagen. Ich möchte dir das nochmal erklären. Also, die machen in der Kirche auf Schein fromm und tun so, ob sie die frommigsten und religiösesten Menschen der Welt wären.
Aber im Hintergrund knallen die Drogen, verkaufen Drogen. Und da frage ich dich, macht das ein wiedergeborener Christ? Drogen verkaufen? Macht er das? Nein. Und wenn er es macht, dann muss er ermahnt werden. Und dann muss er gemieden werden. Zurechtweisen. Kontakt abbrechen. Für ihn beten. Aber was ist das bitte für ein Verhalten? Ich mache hier auf den strengen Grill und ich kenne viele Bruder. Ich kenne so viele Christen, die gehen in die Kirche, machen so auf frommig, weißt du, und dann siehst du im Verborgenen, gehen die Bordells, gehen Frauen, so zwingen Frauen zur Prostitution. Was ist das bitte? Der Herr Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wir müssen die Geister prüfen, ob sie aus Gott sind. Wir müssen sie prüfen. Deswegen heißt es ja auch, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ein guter Baum bringt gute Frucht und ein schlechter Baum bringt schlechte Frucht. Denn an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Amen, Bruder. Hört man mich besser jetzt, Bruder? Ja. Ja, ich habe dein Headset weggemacht. Ich glaube, das Headset ist kaputt. Guck mal, was er hier gerade schreibt, dieser Ehrlehrer hier. Ich werde gleich zeigen, was die katholische Kirche ist, ja? Und dann werden die anderen entscheiden. Okay, Das ich ist kein laber Müll. Nein, nein, Ehrlehrer. nein, nein. Ich werde Ihnen das gleich zeigen. Und weil er verdorben ist, wird er lügen und täuschen. Deswegen, Ihnen ist es egal. Warte, ich werde das die Zuschauer müssen entscheiden. Weil er verdorben ist und verdorbene Menschen, guck mal, Bruder, ich war auch verdorben. Ich habe auch damals gesagt, nein, ich klaue Ja. nicht. Nein, 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 das mache ich nicht. Du wurdest doch erwischt. Nein, 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 habe ich nicht. Das ist so, wenn du jemanden erwischst, du zeigst ihm die Wahrheit und er leugnet die Wahrheit und Ja, lügt. aber Jemand, weißt ey, du. weißt du, wie oft, ne, ich die Wahrheit vor die Augen bekommen habe und ich trotzdem die Wahrheit abgelehnt habe am Anfang? Ja, wen sagst du das, Weißt du, Bruder? wie viele Bibelprediger? Nein, 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 nein. Bruder, ich hab Prediger gesehen. Ich Ja. weiß nicht warum, aber der Herr, also der, guck mal, der Herr zieht. Vor mir standen Bibelprediger, die haben gerufen, also die haben gepredigt, tu Buße, und ich habe gesagt, Ja. was labert der Typ da? Was hat der Ja. genommen? Und ich habe den Ja. auch beleidigt. Ich habe immer wieder diese Bibelprediger, Straßenevangelisten, die draußen gepredigt haben, ich habe die immer ausgelacht und beleidigt. Und guck mal, ich habe die Wahrheit gehört und ich habe die Wahrheit trotzdem noch nicht angenommen. Meine Zeit war noch nicht. Aber ich bin umgekehrt und ich habe gesucht. Jeder hat die Möglichkeit zu suchen. Jeder hat die Möglichkeit umzukehren. Aber wenn man in seiner Verdorbenheit stirbt, dann hast du selber Schuld. Wenn du in deiner Verdorbenheit bleibst und nicht fragst und nicht prüfst, selber Schuld. Ja, so, Bruder. Es ist wirklich so. Oder irgendwann habe ich mich das wirklich. Oder jeder Mensch hat doch ein Gewissen. Jeder Mensch hat doch einen Verstand. Du musst doch, jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Du weißt, was gut und böse ist. Tu nicht so, du weißt es. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass die katholische Kirche so viele Missbrauchsfälle macht, dann hinterfrage ich das und frage mich, warum machen die das? Warum verdeckt der Vatikan das? Warum gibt es so viele Götzenbilder? Warum beten sie so viele Götter an? Da Bruder mache ich nicht Benny. die Augen zu und sage, nein, ich prüfe. Bruder Ich Benny. prüfe und hinterfrage das. Was sollte ich dir jetzt sagen? Bruder, was sagt der Herr? Ein Blinder? Kann ein Blinder denn einen Blinden führen? Nein. Nein. Beide fallen in die Grube. So, und die Katholiken sagen, die katholische Kirche ist die Wahrheit. Lüge. Die sagen, ohne uns hättet ihr die Bibel nicht. Ah, macht ihr jetzt die katholische Kirche zu Gott? Wusste ich gar nicht, dass die katholische Kirche Gott ist. Also ohne die katholische Kirche hättet ihr das Wort Gottes nicht. Ach so. Gott ist also auf die Kirche angewiesen. Das heißt, ohne die Kirche gibt es heute die Heilige Schrift nicht. Die Nein, stellt Bruder. sich über Gott. Das müssen wir Bruder, mal pass auf. vorstellen. Hochmut. Bruder, als ich so mein ganzes Erlebnis, ich habe diese Sachen bewusst gemacht. Ich wusste, was ich tue, Bruder. Und mir war bewusst, dass das auch Sünden sind, die ich tue. Aber es war mir in dem Bruder, Moment egal. wo ich in die Kirche gegangen bin, ich dachte, ich bin auf dem Friedhof. Ich dachte immer wieder, ich bin in der Beerdigung. Das glaube ich, Dieses das macht es. Klavier spielen. Hey. Ich kriege Depressionen, wenn ich in die Kirche gehe. Das ist für mich ein Ort, ja, es
Bruder, aber schon mein Leben lang, weißt du, wie ich meine? Das ist nicht so, dass es jetzt passiert, so. Das war schon, bei mir war das schon immer so. Das ist schon das erste, ich kann mich, also, pass auf, an das erste Mal, an dem ich mich an der Kirche erinnern kann, an den Tag, wenn ich mich zurück, mochte ich sie schon nicht. Ja. Wirklich, Bruder, ich weiß nicht, was da ist. Ich weiß es nicht. Und komischerweise, Bruder, wenn ich mir so die Zeugnisse anhöre von den Menschen, ist es so, dass die schon ein Stück weit ähnlich sind, die so ein Leben geführt haben wie wir, Bruder Danny. Weißt du, was ich meine? Es gibt welche, die hatten so eher so in der Heilung, manche, aber wo Heilung, Bruder? Ich habe kaum noch Rückenschmerzen. Die sind wie weg, Bruder. Ich nehme kein Bruder, Oxycodon mehr. Bruder, ich weißt muss du, was ich auch? Oxycodon nehmen. Möge Allah euch vergeben, ihr Munafiks. Ja, wenn du das sagst, Bruder, Gott segne dich dafür. Möge der Herr Jesus dich recht leiten. Du wirst in diesem Zustand sterben. Allah ist kein Gott. Du folgst einer falschen Religion. Du bist ein Euro-Shisha-Moslem, wie der Amir schon sagt. Euro-Shisha-Brain-Moslem. Bruder, Der, wie Bruder, die warte, nein, Kumar Bruder. läuft, der, wie die Bruder, Bruder. Kumar redet, der Bruder, vielleicht pass auf. einmal freitags in ein Gebet geht und dann Allahu Hallo. Akbar und das war's dann. Bruder, Bruder, ganz kurz, Bruder, Bruder, ganz kurz. Es gibt halt religiöse Menschen Wer und es lacht gibt denn da? gläubige Menschen. Ich habe mir gerade Weißt die du, Bruder? Nase gestochen, wusste gar nicht, dass du mich angenommen hast. Immer zum unpassenden Zeit, da bin ich. Der Bro kommt in die Hölle mit Feuer im Feuermeer wird da laufen, barfuß. Und dann wird er Oder sehen, was was er sind machen das für wird. dicke Arme, die ich da sehe, Digga? Entschuldigung, ist das Ich da? nehme, ich bin das, aber ich nehme mir nichts, keine Sorge. Vielleicht sieht es im Winkel so aus, keine Ahnung. Es ist Das sieht Licht. aus, als ob du so einen Armumfang hast von 1,90 Nein, so groß bin ich nicht. Ich bin 1,84. Meter. Ach so, Bruder ist meinst du auch die Christ. Arme? Ich glaube, er ist Katholik, Bruder. Ich glaube, Was? bist du Katholik? Kann das sein? Wer? Du, was bist du? Was glaubst du so? Was glaube ich? Ich glaube Ich an das meinte, Gute und an das Böse auf der Erde. dass ich dich schon mal, ich bin mal, wenn ich sie, weiß jeder, wenn man so Bilder sieht, so klein, dann Ja, erkenne du ich. hast ein Déjà-vu, du hast mich gesehen auf irgend so ein. Man sieht ja Ja. jeden irgendwann, weißt du, und dann weiß ich nicht, Nein! dann streitet die das durcheinander, da versteht man nie genau. Also ich meine, das ist jetzt nicht böse Ich oder wollte so. dir was sagen. Die Arme, die du da auf dem Bild hast, ne? Ja. Die hatte ich mit 8. Was hast du? So ein Körper wie du hatte ich mit 8 Jahren. Ach so, ja, das kann sein. Was machst du denn eigentlich für Sport? Also, was machst du so für Sport jetzt? Bodybuilding, Kampfsport, was machst du so? Also ursprünglich habe ich Kickboxen gemacht, Boxen, Mmh, schlecht. bin viel geschwommen, Fitness, ja, so halt. Und habe das 20 Jahre gemacht und jetzt mache ich nur noch Fitness. Wird chillig. Das ist schön. Ja, ich glaube, Gesundheit ist wichtig. So, Ja, egal, Bruder. jetzt kommen wir zum Wesentlichen. Kehrt zurück zu Jesus Christus. Sieht es ein. Erzähl, Dennis, sag es, wiederhole es. Los. Ja, erstmal, du bist doch Christ, oder? Wer? Du. Ich. Ja. Ich bin halb Moslem, halb Christ. Genau. Halb Moslem, halb. Also du bist. Du glaubst halt an den Islam und an das Christentum. Ich bin das Facelift zwischen den Glaubensrichtungen. Ob ich das Ja. glaube? Naja gut, ich sag mal so, Leben und Leben lassen, Glauben und Glauben lassen, Hass und Hetze nützt nichts. Das ist nur diese Gegeneinander. Wir müssen miteinander. Gebt euch die Hände, findet den Frieden. Das ist echt nice, Bruder. Aber Ja. ändert nichts, dass ich das echt, für mich ist es, Bruder, wirklich, ich weiß nicht, ob du das Zeugnis gehört hast, Bruder, ich er hat kann mich nichts gerade anderes. wieder die Kraft hat gekostet. Ich glaube, ich mache wieder Chicken Wings. Also es wird wieder Zeit, Ja, mir zu Chicken gehen. Ich kann leider nichts Wings anderes. Nach dem, was mir mit passiert ist, kann ich Currysoße. leider nichts anderes. Was heißt leider? Bin ich glücklich? Ich kann einfach nicht anders. Für mich gibt es nur noch den Weg. Ich kann kommen, was wollte. Aber ich kann dir eins Dieser sagen. Weg Bitte wird warte kein ganz kurz. leichter sein. Warte bitte ganz kurz. Ja. Dieses, ich folge den Islam und dem Christentum, also ich glaube an beides, hast du ja gesagt. Das wird dich nicht Moment, retten, weil, guck Moment, mal, wie ganz kannst du kurz. das? Ich Warte bitte. praktiziere nichts und folge auch gar nichts. Ach Ich so, chille. aber du Ich glaubst, sag. also darf ich dann fragen,
So wie ich das jetzt verstanden habe, du glaubst also an alle Religionen oder wie? Nein, Mann. Okay. Ich praktiziere nichts, habe ich gesagt. Ach Ich so, habe okay, nur dann habe ich gesagt, dich dass die komplett falsch Elternteile verstanden. halb-halb sind. Und die Ah, Sache ist, okay. dass Vater Moslem, Mutter Christin war. Okay. Und witzigerweise natürlich komisch, dass die Mutter zum Islam konvertierte, dass ihr Vater zum Christentum. Habe ich auch bis heute nicht verstanden, was er soll. Naja, ist ihr Problem. Ja, und ich bin halt so Aber hast du schon dazwischen. mal was von einer Wiedergeburt gehört? Ja, Wiedergeburt. Wie nennt es Re? Nee, ja, wieder, ja, habe ich gehört. Gibt's Nein, nicht sowas? Reinkarnation ist was anderes. Nee, Reinkarnation das bedeutet, ist dass was du wieder in anderes, einen ist anderen klar. Menschen Das ist ja kommst. nur, Weißt wenn du auf deinen Pilzen, auf deine LSD rauschst, die einredest, da gelebt zu haben irgendwann. du? Ja, genau. Das ist Reinkarnation. Genau. Genau, das, Ja, genau Harald dieses. Glückler hat das mal gemacht, meinte er da, als Krause bei ihm war. Wir nehmen dann MDR, wie das heißt, Okay, und ja. gut. Was sagst du dazu, Dennis? Glaubst du an eine Wiedergeburt? Ich weiß nicht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Die ein paar Wiedergeburt Mal. ist der wichtigste Schlüssel in der ganzen Bibel. Ich erinnere mich daran, dass ich ein paar Mal so Momente im Leben hatte. Ich rede nicht vom Déjà-vu. Ich rede von Bruder. Momenten, wo man Du so meinst also im das Kopf. buddhistische Wiedergeboren sein, weißt du, Nein, als nein. Mensch oder als so, weißt du? Dass du früher mal ein anderer Mensch warst und dich an Sachen erinnerst. Richtig? Ja, man fühlt es halt, dass, weißt du, was ich meine? So, man fühlt es, das, keine Ahnung, also das, sagen wir so, dein Opa, dein Erbgut wird ja gespeichert und das spiegelt sich wieder irgendwann in deinen Kopf, kommt wieder zum Vorschein, wie so ein Update, keine Ahnung. Pass auf, vor einem Jahr hätte ich dich voll gefeiert. Wirklich voll gefeiert dafür. Mich? Aber ja, weil ich dann sowas geglaubt habe. Wirklich. Ich bin ehrlich. Seit ich jetzt die Bibel lese und ich weiß, dass man nur einmal geboren wird, hier auf Erden und noch nicht nochmal, Ja, dann du, das glaube ich Ding nicht mehr ist, da dran. schreibt dir immer einer vor, was ist und das und. Ja, wie gesagt, es ist ja, ich habe nicht gesagt, dass es jetzt, für mich ist das das Wort, für mich ist es so, wie es ist, weißt du? Ich habe nicht gesagt, dass es für dich genauso sein muss oder für jeden anderen. Es muss jeder für sich, weißt du, aber für mich ist es so. Du, ist alles in Ordnung. Ich meine, das Empfinden und dass du denkst und wie du die Welt siehst, es ist halt alles spielt sich in deinem Kopf ab. Die Welt Genau. existiert ja nur in deinen Augen. Weißt du, was ich meine? Du bist ein Genau. Teil der Gesellschaft. Du siehst die Dinge. Ich sag mal so, es gibt für alles einen Markt, ne? Jeder hat so seine Vorlieben. Jeder kann das vertreten, was er denkt, ne? Ist alles in Ordnung. Sagt ja keiner was. Dennis, sag es, kehrt zurück zu Jesus Ja, Christus. Sag es, du, wiederhole genau, es. warte, Nein, ich kann es dir auch nicht sagen. Rette deine Jesus. Seele, kehr zum Jesus Christus, erkenne ihn als dein Gott und halt und dann wird alles gut Vater sein. unser, der im Himmel. Ja. Nein, da gibt es keine Regel. Da wurde er gefragt, wie sie beten sollen und da hat er das Gebet gesagt. Ich sage das Gebet auch, aber das ist jetzt keine Pflicht oder Also es findest du muss nicht, nicht so. dass man in eine Religion hineingeboren wird? Wie siehst du die Doch. Dinge? Doch, man wird in eine Religion reingeboren. Anders, Sifu. ich sagte, wie es bei mir war. Ich bin in eine Ja. Religion reingezwungen worden. Ich bin da Reingezwungen. reingeboren. Was bist du, Jesid oder was? Nein, 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 nein. Ich bin Katholik gewesen. Aber ich musste mit meinen Eltern in die Kirche und so, weißt du, ich musste. Was willst du, Und Perser ich oder habe vorhin was? Was gesagt, willst du? Was bist du für warte, eine Marke? ich war Katholik. Nein, Nationalität. Ach so, ich bin Italiener. Und Italiener sind, weißt, emotional, wenn sie gläubig sind, mit Tränen und Schreien und weißt du, so wie wir Türken auch so. Ich Ah, weiß nicht, ob du der Türke bist. Pasta-Pate, ich verstehe. Ja, Okay, verstehst du, was ich erzähl. meine? Verstehst Nein, du, ich was ich verstehe, meine? erklär mir. Ja. Ja, wir wissen, wie Italiener sind. Man übertreibt bei allem als Italiener. Als Ja, Südländer, Choleriker sind südländische. sie. Regen sich auf beim Autofahren. Ja, erzähl weiter. Was ich meine, so. Jetzt habe ich den Faden, jetzt bin ich durcheinander gewesen, den Faden verloren, warum wir stehen geblieben? Okay, helf ihn auf die Sprünge, Dennis. Los, sag Jesus Christus. Ich weiß nicht mehr, was ich da sagen wollte, Bruder. Du hast mich voll den Faden verlieren lassen. Mit Also, ich deiner fasse Art noch zu mal leben. kurz zusammen. Du hast gesagt Wiedergeburt, dann hast du gesagt, dass du an sowas nicht glaubst. Vor einem Genau. hättest du es noch geglaubt. Genau, So, vor einem Jahr hätte ich Dennis, geglaubt. Genau. sag doch mal, Dennis, wo sind wir stehen geblieben? Oder ich kann nicht Er mehr ist dran mit glauben, weil seinen ich einfach Nuggets beschäftigt jetzt. da in der Pfanne. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt, aber. Bruder, Ja. Barbier, pass auf, Bruder. Ich kann jetzt Bei nicht nochmal mir? mein ganzes Zeugnis erzählen. Ja, das ist dein Name, Wer ist denn oder? bei mir? Da steht doch bei Wiedergeburt. dir, Barbier. Da steht Baba Eier.
Ach so, Baba, ja, Entschuldigung. Wenn ich lese, Ist lese ich egal, immer lass Deutsch oder dabei. Italienisch oder Englisch. Und Ja, ich hack auch nirgends meine gibt es das, Brille was nicht du auf. gesagt hast. Weißt du, auf jeden Fall, ich hatte ein Zeugnis und ich möchte das jetzt nicht nochmal erzählen, weil sonst rede ich wieder Guck eine mal, halbe Stunde. guck mal, hast du zuletzt gewählt? Du kennst doch Rihanna, ne? Rihanna. Ja. Hast du letztens gesehen, dass sie einen Konzertauftritt hatte und komplett in Rot eingehüllt war, Ja. diese Satanskluft? Ja, Hast du und das sie hat auch an gesehen? ihren Finger gerochen, Bruder. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. An ihrem Finger gerochen? Ja, Bruder, die hat eine ganz Was komische heißt Geste. Ich möchte das nicht sagen, Bruder. Sag, was heißt das, an dem Bruder, Finger ich sag das gerochen? nicht mehr, Bruder, wirklich. Wenn du willst, kannst du das Ja, sagen. ich würde Der sagen, wenn du es mir sagst, für was denn? Herr segne sich dich dann dafür. Ja, aber sie hat mit dem Finger eine Gestik gemacht und hat dann an Ach, du ihren Finger meinst gerochen. diesen Satanisten, diesen Danach Bosco-Zeichen hat sie oder es was? gemacht. Die hat erst an den Finger gerochen und hat sie, glaube ich, wenn ich Du mich meinst richtig diese erinnere. grauen Würfelzeichen oder was meinst du? Nein, nein, sie hat, glaube ich, ein Vorzeichen gemacht am Auge, wenn ich mich richtig entsinne. Ich bin aber Frau? nicht sicher. Ich müsste es nochmal angucken. Aber auf jeden Fall macht sie mit dem Finger, du weißt schon was, und riecht dann dran. So, die fährt sich da drüber und riecht dann. Ich möchte es nicht sagen, Bruder, ich würde es auch nicht sagen, Bruder. Du schaffst es Warum nicht, dass denn? ich Wo ist sagen das kann. Problem? Es ist ein freies Land, sag es, sie werden dich schon nicht abholen, du bist nicht Das geht wichtig. nicht darum, ich möchte das nicht. Wie gesagt, ich bin ein ganz anderer Mensch. Wie Was gesagt, bist du vor denn für einer? tut mir leid. Ich kann es ich würde es nicht Das sagen. braucht dir nicht leid tun. Aber du hast verstanden, auf jeden Fall, ja. Hast du auch Unholy gesehen? Das Lied Unholy, hast du gesehen, wie das da bei der Grammy-Verleihung war? Ich weiß jetzt nicht, der Typ nicht, wie der heißt. Das Lied heißt Unholy. Da war mit seinem Zylinder tanzt auch ganz in Rot. So, mit Hörner dran. Digga, in jeder Werbung, auf jedem Plakat siehst du diese Botschaften. Die Leute sind hirnverbrannt. Alle sind hängen Bravo, geblieben. Bruder. Im nächsten sind wir uns Und da alle einig, denken, Bruder. oder viele denken hier, dass Dennis sich das einredet oder so. Das ist Genau. nicht so. Das ist schon richtig, was er hier vertritt. Ja? Ob Man man muss es ja jetzt nicht am den Ende will Glauben oder beitreten, nicht, den er Jesus hier ist der Weg. segnet, ist ja. Was? Ja. Ob man jetzt am Ende will oder nicht, Jesus bleibt und ist der Weg. Ob man dran glaubt oder nicht, Jesus Dieser bleibt der Weg. Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und Pass hart. War auf, das nicht ich ein sag Lied dir von mal ganz Marvin kurz. Hagley? Ja, Ja. Babae, Ich bin hier, ich Babae. bin. Ja. Warte mal bitte. Ja, ich bin hier. Was wolltest du dann wissen oder fragen? Weil hier schreibt einer Danny, wo ist Danny? Oh. Er ist hier. Er macht gerade Fischstäbchen. Bruder. Ja. Nein, Bruder Danny, er wollte wissen, Ja. er wollte, dass du sagst, dass du zu uns kommst. Sag ihm bitte einfach. Rette deine Seele, komm zu Herrn Jesus Wer? Christus. Du. Ja, das kann ich auch nur sagen, dass du wirklich dir darüber Gedanken machst, wirklich. Guck mal, das war doch Meine ich auch ehrlich, letztens ernst. Guck so. mal, ich sag dir wirklich, guck mal, du weißt doch schon so, du bist ja auch nicht dumm. Und du weißt ja auch so, was abgeht in der Welt und wie die Welt ist, richtig? Das weiß er, Bruder. Das weiß er. Wer denn? Nur, Ich? ja, Ja. und ich kann dir wirklich Ja, nicht reden. ja. Und das sage ich dir wirklich in der Liebe, wirklich auch in Demut. Glaub mir und du musst mir nicht glauben. Aber das können die alle drei bestätigen. Wenn Ja. du wirklich noch nach der Wahrheit suchst, ich meine nach einer größeren Wahrheit, dann frag doch mal Gott. Zeig dich mir oder offenbare dich mir. Ich meine das wirklich ernst. Ich habe daran auch nicht geglaubt. Ich habe auch gedacht, sowas gibt's nicht. Okay, Dennis, seit wann praktizierst du deinen Glauben jetzt ausführlich 100% aus? Ich meine, gab es Seit auch Phasen oder sechs Momente in Jahren, deinem seit Leben? 6 Jahren, seit sechs Als sechs Jahren. Jahre. Und ich Wie alt sag dir bist du denn ganz, jetzt? warte bitte, und ich sag dir eins. Ich habe einen Vers gelesen, ne? Und da heißt Ja. es ja auch, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Gotteskraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Seitdem brenne ich für den Herrn. Ich brenne wirklich für den Herrn. Wie alt bist du denn jetzt, Dennis? Ich werde jetzt 32. Okay, also, ich sag mal so, wie kamst du dazu? Hattest du einen Moment in deinem Leben, wo du nicht weiter wusstest? Die Hast Dämonen du haben mich nicht dich. in Ruhe gelassen. Ich wurde von Dämonen heimgesucht die ganze Zeit. Ja, Dämon. Dämonen. Also nicht falsch verstehe, ich frag dich nur, hast du früher gekifft oder so? Also hast du eine Nee, Psychose nee, nee, gehabt? ich war 13 Jahre alt, wo ich das erste Mal in Begegnung, also in Kontakt mit Dämonen gewesen bin. Okay, hast du Ich Gläserrücken gespielt oder dachte, was? ich wäre verrückt. Nein, ich dachte einfach, ich muss in die Psychiatrie eingeschlossen werden. Aber ich hatte Angst, Okay, ich das muss das meinen Eltern zu professionell erzählen. angehen. Entschuldigung. Hattet ihr in der Familie auch schon solche Fälle, väterlicherseits oder mütterlicher? Nee, 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 das war so. Ich erkläre es dir einfach.
Ich und mein Nachbar Na? haben uns einen Spaß erlaubt. Wir haben Geister gerufen und wir Na, dachten, Gläserrücken habt ihr gespielt. Erzähl. Okay. ja, und dann, ohne Witz, es hat angefangen, ich erzähle dir einfach die erste Begegnung. Ich hatte ein Erzähl es Aquarium mir. gehabt mit Fischen und ich Och. habe damals online mit anderen Leuten gespielt. Und auf einmal drehe ich mich zur Seite und ich sehe auf einmal einen Kopf in Aquarium drin, der mich anstarrt. Und ich habe meine Augen zugemacht. Nein, warte, ich habe meine Augen zugemacht. Ja, und dieser Kopf sah aus wie so eine Monsterfratze. Einfach wie so eine Mann, du eklige. bist so schlecht im Lügen. Erzähl weiter. Das ist wirklich keine Lüge. Ich sag dir die wirklich die Wahrheit. Okay, Ehrlich. dann glaube ich dir das jetzt. Nee, jetzt, was war das so? So Frankenstein-mäßig oder so Zombie-Gesicht? Frau, Mann, was war Ich das? kann dir das ehrlich nicht Das ist beschreiben, aber unlustig. warte bitte, warte bitte. Ich kann das da. Also es sah einfach schrecklich aus. Und ich habe meine Augen zugemacht und ich habe gedacht, das bilde ich mir einfach nur ein. Also ich bin krank. Ich habe eine Okay. Krankheit, habe ich wirklich gedacht. Also ich dachte wirklich, dass ich Okay. so. Okay. Ja, und dann hat es aber auch angefangen, dass ich auf einmal gesehen habe, dass Türen von alleine aufgegangen sind und ich habe Stimmen gehört. Und dann habe ich gewusst, ey, hier spukt es, das ist nicht mehr normal. Poltergeist, ja? Hier schreibt einer rein, dass du richtig unhöflich bist und ich bin auch seiner Meinung. Also. Wer? Ja, du, wer denn Wer? sonst? Ach komm, ich kenne Dennis, ist in Ordnung, ich höre noch zu. Was ist los, Mann? Ja, Ja, egal, und Armin ist bei doch auch seinem dein. ernsten Thema finde ich, Ich muss muss man doch schon auch einer Person kritisieren ein bisschen dürfen. Respekt zeigen. Hey Kollege, ich darf ja wohl kritisieren. Kritik ist ausbaufähig. Ich muss doch fragen, wir Du ergänzen uns doch. kritisierst ja nicht, du machst dich lustig. Ja, ist egal, Leute. Lass, ist egal, ich will weitererzählen. Das Ja, ist auf jeden Fall Unterhaltung, war das Mann. dann Erzähl so. weiter. Ja. Ja, auf jeden Fall war das dann so, dass ich dann nachts halt von irgendwelchen Schattenwesen gewürgt worden bin, wo ich mir echt die Ja. Frage gestellt habe, was war das? Also ich Das wurde. Wie bitte? hatte ich auch einmal, Dennis. Ich kann mich erinnern, ich war da 11, 12 Jahre alt und dachte, einer würgt mich. Und als ich dann wach wurde, habe ich gemerkt, dass es meine eigenen Hände waren, die meinen Hals gewürgt haben. Ich so, Horror. Nein, 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 bei mir waren es nicht meine Hände. Bei mir habe ich gesehen, dass irgendein, ja, eine Schattengestalt mit halt roten Augen mich gewürgt hat und ich konnte mich da überhaupt gar nicht gegen wehren, ne? Also. Lacke auf deinem Brustkorb drauf, so, weißt du, was ich meine? Mit dem Gewicht, so dass du dich nicht bewegen konntest. Ich konnte mich überhaupt nicht mehr bewegen. Ich konnte auch nicht mehr schreien. Also die blieb die Luft weg. Mir blieb die Luft, genau, ja. Mir Ach blieb du die Luft Scheiße. weg und ich war auch fast bewusstlos und ich habe das meinen Eltern erzählt. Natürlich haben meine Eltern gedacht, ich wäre wahnsinnig. Ne? Ich habe ihr zu Okay. Glauben geguckt. Haben Sie dann versucht, dich zum Arzt zu bringen, zum Psychiater und versucht, die Ärzte dich mit irgendwelchen Medikamenten vollzupumpen, um dich richtig verrückt zu machen? Ja, ich war beim Nervenarzt. Ich war bei einer der heftigsten Ärzte in ganz Hamburg. Da brauchst du, das ist wirklich für gestörte Menschen. Ich habe gesagt zum Arzt, ich höre Stimmen, ich sehe Menschen, die durch Wände laufen und so. Und war richtig geschockt. Der hat mich richtig geschockt angeguckt. Er Vielleicht meinte, hast das du so muss man, eine er meinte, das muss. bestimmte Gabe. Ja, was meinst Naja, er meinte, guck mal, der Arzt hat echt gedacht, das ist nicht normal. Also das ist nicht normal. Und ich kenne ja selber Leute, die in einer Psychiatrie gearbeitet haben, die meinten selber, die da gearbeitet haben, dass die Patienten noch in die Decke gucken und mit Menschen reden. Und genau das gleiche Verhalten hatte ich auch gehabt. Und ich kenne Leute, die in der Psychiatrie sind, mit denen ich telefoniert habe vor 2 Jahren. Dass die Ja. mir, dass die selber gesagt haben, ich sehe Dämonen aus meinem Mund kommen, Hände raus, ich sehe auf einmal andere Fratzen, wenn ich im Spiegel gucke nachts. Ich sehe auf einmal, wie sich Gegenstände bewegen. Das ist kein Spaß. Sag mal, hast du das auch mal mitbekommen, Dennis, dass sich so Gegenstände bewegt haben? Ja, Oder bei so mir ja. wie. Einfach so. Ich habe das auch einmal gesehen, dass da so, aber im Nachhinein oft wieder Handyaufnahmen erst bemerkt. Du hast das so selber mit den Augen erst nicht gemerkt, dass da irgendwie was aus der Hand gerissen wird. So. Was Unsichtbares zieht, dir reißt es aus der Hand. Und danach habe ich gesehen bei TikTok auch, dass in Amerika irgend so ein Messerblock, der Typ nimmt es mit dem Handy auf, wie vom Messerblock die Messer einfach so rausgezogen werden und auf den Boden fallen, so spitz, so, weißt du? War wieder so Ich eine glaube ähnliche dir. Situation. Was ist das? Ich glaube dir. Was? Was glaubst du mir? Ich glaube dem Dennis, meine ich, heißt er. Ja, ich Ja, will weiter erzählen. Ich erzähle weiter, erzähl ja. weiter. Frage vor, Entschuldigung, ja. Ja, auf jeden Fall war das einmal so. Ich hatte auch eine richtig brutale Begegnung gehabt mit einem
Also dieser Dämon, dieser Geist, die Geister sind ja Dämonen, hat sich einmal als mein Vater ausgegeben. Das war mitten tief in der Nacht. War das im Schlaf? Stand mein Vater, kennst du das, wenn du mit einer Wand zu Kopf stehst? Stell dir mal vor, du stehst jetzt einfach mit deinem Gesicht, mit deinen Füßen zur Wand und guckst nur die Wand an und bewegst dich gar Okay. nicht. Okay. Und dann hab ich so geguckt und dann habe ich so mein Mikrofon, mein Headset abgenommen und meinte zu meinem Vater, was machst du da? Ist alles in Ordnung? Und mein Vater hat nicht reagiert, der hat gar nicht mit mir geredet. Und ich dachte mir, was ist los mit ihm? Dann bin ich hingegangen. Dann bin ich Horror. hingegangen. Dann bin ich hingegangen und sah auf einmal eine dämonische Fratze, die mich Ach angestarrt du hat. Sie Schreck, hat die Gänsehaut, Bruder, ich hab jetzt Körperstatur. richtig Gänsehaut gerade. Krass, krass. Die Körperstatur. Und von hinten sah das aus wie mein Vater. Aber das Ja. war eine dämonische Fratze, ja, und bin total Und am Ende gewesen. hat diese dämonische Fratze irgendwas vor sich hergefaselt, so geflüstert, weißt du, ich meine, Nein, aber meine wie so Kollegen notorischen. haben Angst gehabt. Meine Kollegen damals meinten auch, tut mir leid, aber wir können einfach bei dir zu Hause nicht mehr chillen. Irgendwas stimmt in deiner Wohnung nicht. Wir sehen hier Geist, also wir sehen hier Meinst Schattenwesen. du, verflucht oder wie? Meine Kollegen sind sogar abgehauen und meinten, wir können hier nicht in der Wohnung bleiben, das ist zu heftig. Dicker, meinst du, da lastet ein Fluch bei euch oder so? Oder waren irgendwie Vormieter irgendwas? Nein, ich habe die Türen geöffnet. Ich habe dieses mit Du so hast eben die Pforten der Hölle geöffnet? durch diese, ich habe den Schlüssel abgegeben, wo Wie, ich durch drin bin. diesen teuflischen Ritual, den Eid, den du abgelegt hast? Nicht alt, ich habe die Geister gerufen. Die Geister, die ich rief. Okay, wie kann man wieder das Tor schließen? Wie kannst Gar du das nicht, nur wieder? das, nur gar nicht mehr. Das kann nur noch der Herr Jesus, gar nicht mehr, ist vorbei. Okay, dann, Ist Dicker. unmöglich, ist unmöglich. Ich würde mit dir alles verwetten, ist unmöglich. Bei mir ging es fast 14 Jahre. Du kannst sie nie Jesus wieder Christus. loswerden. Es ist vorbei. Du hast sie. Krass. Kennst du denn den Film Konstantin, ne? Wo er dann im Wasser so den Typen ins Wasser, in die Badewanne drückt, wo er dann in die Ja. Pforten der Hölle eindringt. Dicker, Ja, krass, ich kann das. krass, Das war aber auch krass. das ist aber auch die Taufe. Du weißt, dieses mit der Badewanne Eigentlich runtertauchen. schon, wa? Verstehe ich gar nicht, warum das dann so dargestellt Ja, weil wird. das die Taufe symbolisiert. Das ist eine Taufe. In dem Taufe. Moment stirbt er gerade und dann steht er wieder auf und ist Ja. eine neue Schöpfung. Ach du Schreck. Die Aber weißt Geschichte du was? von der Bibel dann hat geklaut, weißt du, und dann benutzt in Filmen. Weißt du, die Geschichten, was in der Bibel so drin stehen, werden kopiert und ganzen Superhelden und so. Er meint jetzt, die meisten Szenen werden dann nachgespielt. Genau. Es ist richtig, genau wie diese Djinns und alles und die ganzen Botschaften, alles unterschwellig. Heute ist es ja so ein bisschen Simpsons auf lustig gemacht. So, weißt du, machen sie es ins Lächerliche, damit man es nicht ernst nimmt, obwohl eigentlich Genau. irgendwo schon Leute, die Jesus Wahrheit ist der dran ist. Erste und der Letzte. Jesus ist die Wahrheit. Genau. Amen. Amen, Bruder. Jesus ist die Wahrheit, ist der Anime, Weg, die Anime, Wahrheit und das Anime. Leben, Bruder. Ich habe mal eine Frage, ja? Ja, Chef. Bei welcher Folge bist du eigentlich, One Piece? Ich bin fertig. Also, du bist richtiger One Piece-Fan, ne? Fan. Ja, okay, aber du kennst dich aus. Ich hab Ja, One ich kenne mich Piece aus. bis Staffel Was? 760 geguckt. Ich kenne mich aus. Staffel 760, Bruder, das ist echt krass. Warte mal ganz kurz, ich will Digga, und was dann von habe ich Anime aufgehört und Freak. das ist auch schon Anime 4 Jahre Freak. her. Warte mal Ja? bitte, Anime Freak, sagst du, durch diese Gear 5 ist der Ruffy jetzt Kaiser-Level? Ja, safe. Okay. Digga, Okay. diese ganze Quatsch mit diesem Ruffy, ich hab's auch gerne geguckt, Ja, Whitebeard aber und weißt du Barb. eigentlich, auf was One Piece eigentlich basiert? Das ist so. Guck mal, die Folge One Piece zeigt uns eigentlich, wer die Alles Welt regiert. Botschaften. Die Piraten, das sind diese Rebellen, das sind diese Gesetzlosen, die wollen leben, wie sie wollen. Das war ja damals auch so. Und dann siehst du ja auch, wenn du One Piece guckst, dann siehst du auch in Ma Mary Joa, wie das da heißt, dass sich dann die ganzen Könige treffen und diese Könige kontrollieren ja die Länder. Also Ja, so wie in der Welt, stimmt. die Königsfamilien, die die Welt kontrollieren. Und dann gibt es noch, die über die stehen, die über diese Hierarchien stehen. Das sind denn diese, wie Drachen, heißen die, ne? Königsdrachen. Dicker, die Sache ist Himmelsdrachen, genau, das sind ungelogen, diese ne? Himmelsdrachen, ja, genau. Wenn du das. Himmelsdrachen. Das sind die Ja. größten Familien der ganzen Welt. Und dann siehst du auch, wie One Piece, dieses D ist eine Spitz, ist auch eine, soll auch eine Anspielung sein auf diese, ja, wie heißt das nochmal, auf diese Adelsfamilien.
dieses, ja, auf diese Königsblutschaft. Ne, da habe One ich auch Piece. schon was von gehört. Also ganz Ja. viele Sachen bei One Piece. Egal, da sind nur überall Botschaften drinne. Ja. Auf jeden Fall, ne? Deswegen hat Zorro auch das eine Auge. Siehst du, Zorro hat ein Auge. Warum hat er denn nur ein Auge? Und das leuchtet so rot. Oh. Ja, da sind wir wieder bei dem Thema. Diese Ein-Auge-Geste, Dennis, diese Ein-Auge-Geste, dämonisch. Es ist wirklich. Es ist die Wahrheit, es ist Ey, so. Es ist so. Dennis, kennst du diesen Bekloppten? Da gibt es einen hier bei TikTok, der hat sich die Nase abschneiden lassen und Ja, seine Mann, Ohren. Bruder. So, ey, oh, da ist nochmal einer, der hat sich die Augen schwarz tätowiert, Dummkopf, die Zunge ein Dummkopf. gespalten, spitzige Zähne gemacht, die Wangenknochen, das sieht aus wie ein Ork. Der sieht aus wie ein Ork, wie wenn du Herr der Ringe guckst und du siehst so ein Ork da. Da gibt es Und der Typ, einige, was du die. sagst, der sieht genauso aus. Und ich habe so ein Bild, Bruder, da hatte so ein Live mit einem anderen Typen, der hat bestimmt so 15 so Hörner reingeschraubt, so, wie so in den Jacken, weißt du, so Spikes, was sie in den Jacken haben. So Rocker früher, so weißt, hat er in den Kopf drin, so kleine Was Hörner. die Bergsteiger in den Schuhen haben, meinst du? Ja, richtig. Unfassbar. Warum macht man sowas? Ja, um Ich finde sowas auch Aufmerksamkeit. krank. Man möchte polarisieren. Ne? Hängen geblieben. Also, und dann sagt man. Finn Golfin, ich hoffe, Gott verzeiht dir. Ich hoffe, Jesus verzeiht dir. Bei Was? sowas, was du hier reinschreibst. Was schreibt er denn? Ich lese gar nicht mit, ich habe die Augen zu. Was schreibt Sei er? froh. Sei froh. Da schreibt einer, der hat Baphomet auf seiner Wand. Ja, das habe ich doch hochgeladen bei mir. Der hat da Baphomet und diese Dreieckkreuz, diese Ziegending da hier, du weißt schon. Das habe ich doch Also bei mir Finn auch Golfin, so hochgeladen. eklig muss man erstmal sein, sowas Ich habe reinzuschreiben. Untertitel geschrieben, der schlauste Kopf aus Europa habe ich geschrieben. Nicht normal. Überleg mal. Wenn der Motorrad fährt ohne Helm, dann müsste ich draufpumpen wie ein Ballon, Alter. Nein, Weißt du, was ich meine? nein, nee, diese komischen Hörner, die schraubt er ja ab. Nein, nein, die Nase, nein, fehlt doch die Nase. Wenn du jetzt gegen Wind läufst, da läuft doch die ganze Zeit, wenn du auf Motorrad fährst, du Ja, kriegst doch ganz schon keine ehrlich, Luft. ne? Du Ich habe kriegst mir, doch schon keine Luft, wenn du normal guckst, weißt du? ich Überleg habe mal, du mir, hast keine Nase mehr, drückst doch voll die Luft rein. hör mal, ich habe mir seine Videos angeguckt und habe eins gefunden, wo er noch die Nase dran hat. Aber er hatte so eine Tunnel in der Nase drinne, seitlich. Da hat er auch schon die durchlöchern lassen, wie mit einem Locher. Ah, So. ja, ich weiß, wer ist. Ja. Und danach ist mir aufgefallen, dass der ohne Nase dann auf einmal doch sympathischer gewirkt hat als mit, dass es eine eklige Ortifantennase gab. Egal, trotzdem. Sorry, wenn ich So lache, es tut dumm. mir leid, So sollte dumm man und eigentlich. eklig. Ey, guck mal, der Gott hat dich so erschaffen. Ja, und du bist nicht hier auf die Welt gekommen, um dir irgendwie den Daumen abnehmen zu lassen, wie so ein anderer Irre, der auch genau das gleiche gemacht hat. Nase, Ohren ab und er hat auch an einer Hand hat er seinen Daumen weg entfernen lassen. Oder was, der Zeigefinger? Ich glaube, Zeigefinger. Jetzt hat er nur noch vier Finger auf einer Seite und macht auf Alien. Kennst du die eine aus den USA, die sagt, sie identifiziert sich nur mit einem Bein und das andere ist unterm Bein, hat sie Ja, es nicht. Und sie ist vor Gericht, weil sie sich das Ding amputieren lassen möchte. die will das Wie mit irgendeinem krank muss man Fallbeil. sein? Ja, naja, das ist eine Störung im Kopf. Wie kann man, Ja, da ist nochmal schreibt rein, eine. denkt ihr, er ist nur ein Hobby? Oder er ist eingeweiht? So ein Und da Mensch ist ist noch. nicht eingeweiht, der sich so öffentlich macht. Ey, wir dürfen nicht vom Konzept abkommen. Was ist danach passiert? Was hast du dagegen gemacht, Dennis, jetzt gegen die Achso, jetzt satanischen, genau, Bruder, dämonischen? mach weiter mit deinem Zeugnis. Genau, Haben uns Gottes hinreißen Segen. lassen. Nein, was hast du gemacht am Ende, damit die Dämonen, die Geister von dir Ich gehe jetzt fernbleiben? schlafen. Gute Nacht. Gute Gute Nacht, Nacht. Anne. Gute Nacht. Gott segne euch. Ja, Gott segne bitte dich, dich. Bruder. Ich habe versucht, die Du ganze hast Zeit. zum Glauben zurückgefunden und dann Nee, haben. ich war noch nie beim Glauben. Ich war noch nie ein Gläubiger. Ich bin erst zum Glauben gekommen, wo ich die andere Seite gesehen habe. Ja. Und ja, dann habe ich mich einfach gefragt, ne, was ist Wahrheit? Wie kann ich frei werden? Und dann hat der Herr Jesus mich davor befreit, ne? Aber davor wurde ich immer wieder gequält. Ich war auch der Einzige, der immer Paranoia hatte. Ich habe immer Schattenwesen gesehen. Ich habe überall, wo ich war, also mich hat irgendwas verfolgt. Irgendwas war Hast du, 24 Stunden immer bei mir. sag mal, Dennis, die Menschen um dich herum,
Haben sie auch in deinen Augen so teuflische Fratzen bekommen, wenn du draußen warst und an dem vorbeigelaufen bist? Ich habe das leider nur einmal gesehen. Einmal. Einmal habe ich das gesehen, das war bei meiner Mutter. Ja. Da war ich fast, also meine Mutter war geschockt. Meine Mutter war richtig geschockt. Ich habe meine Mutter angeguckt und sie saß da. Und auf einmal gucke ich sie so richtig, so, ich weiß nicht warum. Meine Mutter guckt mich auf einmal an und grinst mich voll so satanisch an. Richtig bösartig. Und dann gucke ich meine Mutter weiter an. Auf einmal so, ihre Augen verändern sich, ihre Fratze verändert sich. Ob richtig Ach was. du Schreck. Also wirklich wie in einem Horrorfilm. Der Und auf einmal Teufel. meine Mutter ruft mich die ganze Zeit, ruft mich, ruft mich, ruft mich. Und sie so, was hast du gesehen? Und meine Mutter hatte richtig Panik gehabt. Ey, sie hat wirklich so eine Panik gehabt, weil sie meinte, irgendwas, du hast irgendwas gesehen, dein Blick, du sahst richtig verstört aus. Uiuiuiui. Ach du Schreck. Also was geht in einem ab in dem Moment, sag mal? Das ist doch die Hölle auf Erden, oder nicht, Dennis? Ja, natürlich. Ach du Schreck. Hi, Bruder Danny. Hallo. Ja, wie geht's? Gott segne, Bruder Elias. Ja. Weißt du, was ich heute entdeckt habe? Was denn? TikTok. ERF, Mensch, Gott hat ein Auge, gehst du. Was? Habt ihr gehört? Bruder, hast du das mit Joyce Meyer gesehen? Heute? Nee. Ich hab, kennst du, weißt du, Joyce Meyer, sie ist ja auch involviert, ne? Kenn ich nicht. Eine Predigerin aus den USA. Kennst du dich, diese Frau hier? Nee, ich kenne so niemanden aus der USA, aus anderen Ländern. Aber guck dir mal das Hemd an, Bruder Elias. Was Naja. ist denn da? Aber Was zeig denn mal das mit vierte R, ein Kreuz? Mensch. Ah, der Kreuz verkehrt herum. Satanist. Genau. Guckt euch mal diesen Film hier an. Ja, diese. Die nackte Kanone, oder wie heißt der Typ? Ja, guck Ja, mal hier, Stefan, der wie der. nackte Leslie Nielsen. Guck mal, was er macht. Das ist ein umgedrehtes Kreuz und guck mal, wie der spottet. Lebt der Zombie-Penner noch? Der müsste doch auch schon 200 sein, oder? Der muss doch Ja, tot sein. Nee, der lebt nicht mehr, glaube ich, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich kann es Kennt ihr gucken. den Bruder, Film? hört auf. Bruder, Kennt ihr den nicht Film? fluchen, Leute. Leute, nicht fluchen. Nicht Ja. fluchen. Nicht fluchen, du sagst es. Kennt ihr den Film? Nicht, Die nicht. Götter müssen verrückt sein mit den Afrikanern. Bruder Ja. Dennis, Ja. was du vorher gesagt hast, was du erlebt hast mit deiner Mutter, ich habe Ach genau du so was Schreck. Gleiches erlebt. Der Warte, Bruder, darf Christliche. ich dich da mal fragen, ganz kurz? Hä? War das dann auch bei dir so, dass es so war, dass erstmal alles voll normal war? Also erstmal, es war alles voll normal, du hast noch normal mit deiner Mutter geredet, auf einmal wie aus dem Nix, irgendwie zwingt dich irgendwas, dass du wirklich deine Mutter anguckst und auf einmal siehst du, dass deine Mutter, weißt du, meine Mutter hat eiskalt den hier gemacht. Sie saß da und guckt auf einmal mich so an. Ihr Gesicht wie so Joker, ihre Also Augen ihre auf einmal. Mundwinkel. Oje. Ja, es war einfach, es sah grässlich aus. Ey, es sah so grässlich aus. Ich hatte Angst vor meiner Mutter gehabt. Ich dachte, also ich krieg gleich hier einen Herzinfarkt und meine Mutter hat geschrien vor Angst, weil sie dieses Erstarrte und diese Angst in meinen Augen gesehen hat. Sie hat es richtig gesehen. Sie meinte, Ja, ich habe was sowas guckst du erlebt, ja. deswegen? Erzähl mal, wie es bei dir war. Ja, ich war da und habe meine Mutter, also ich war in der Küche und habe meine Mutter angeschaut. Und sie hat mich angeschaut und auf einmal, die hat ein richtig dämonisches Gesicht. Also, wie soll ich das erklären? Das war in einem geistlichen Zustand, dass ich den Geist erkannt habe, der da drinnen steckt. Weil jeder Mensch, der nicht wiedergeboren ist, der hat ja eine Vielzahl an Geistern meistens in sich. Ne? Und ich habe in diesem Moment, ich konnte das erkennen. Das war richtig böse. Ne? Das war einfach böse, was ich da gesehen habe. Meine Mutter hat jetzt nichts gemacht oder so, aber sie hat mich angeschaut und ich habe so Panik bekommen. Das war nicht normal. Ich habe so Angst bekommen. Bruder, warst So du da viel schon im Angst. Das war nicht Glauben? normal. Warst du da schon im Glauben, Bruder? Warst du da schon im Glauben, Ja, Bruder? aber ich war, ja, ich war im Glauben, aber Okay. ich war nicht wiedergeboren. Aber wie Okay. hast du dich denn angeschaut? War das so, das Gesicht war Sie hat mich normal? angelacht. Sie hat mich angelacht. Einfach so ein Lächeln und mit verstörtes Lächeln. Ja. Okay.
Das wird jetzt krass. Und das hat mir ärgste Panik gegeben. Aha. Oh, übelst, ich stell mir das schlimm vor, Alter. Deine eigene Mutter, Alter. Irgendwas, das war nicht meine Mutter. Ja, ja, Septi, wenn das, wenn du, ja, aber war das am Ende deine Mama? Oder war das, ich kenne deine Mutter, das war in diesem Moment, das war nicht meine Mutter. Achso, okay, okay, im Moment war es nicht deine Mutter, okay, das ist klar, das ist mir klar, das verstehe ich. Weißt du, was mir, Safe, warte mal, weißt du, was mir mal passiert ist? Erzähl mal. Ich war hier im Zimmer, auf einmal mitten in der Nacht, ich höre, jemand macht so Gespüle, so, ne, so Teller abwaschen und so. Ich denke mir, was, wer macht um 3 Uhr nachts? Abu, wer macht bitte um 3 Uhr nachts, Abu, ne? Wer wäscht bitte um 3 Uhr nachts Teller ab? Richtig so, bam, tja, 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 richtig so. Wer muss dir vorstellen, ob da 30 Teller wären, ne? Und das war ja voll. Ja. So, auf einmal, ich denke mir so, wer ist das? Auf einmal meine Mutter sagt so zu mir, Dennis, komm mal bitte ganz kurz. Und ich denke mir einfach, was will die von mir, ne? 3 Uhr nachts. Und ich habe am PC gespielt, dann gehe ich hin. Abo, die ganze Wohnung war dunkel. Die ganze Wohnung war komplett dunkel. Meine Mutters Tür war zu. Ich dachte ehrlich jetzt, auf ersten Blick, will meine Mutter mich pranken? Will die mich verarschen? Das ist doch nicht normal. Ich dachte erst, meine Mutter spielt einen Streich. So, okay. Alles gut, alles gut, alles gut, Abo. Ich gehe hin. Ich gehe wieder in mein Zimmer. Auf einmal, ich höre wieder, Wasser geht an. Ich höre irgendwie Gespüle. Ich höre auf einmal, meine Mutter sagt, Dennis, kommst du mal jetzt hierher? Ich bin direkt, meine Mutter, es ist unmöglich. Weil, dann hätte ich meine Mutter gehört, weil ich bin direkt neben der Tür. Nicht mal 2 Meter neben der Tür. Ich hätte sie gesehen. Ich bin rein, ich hätte ihre Tür gehört. Ich habe direkt aufgestanden, boom. Auf einmal nichts. Alles war dunkel. Und ich weiß auf jeden Fall, ich habe irgendeine Gestalt im Wohnzimmer, in der Küche gesehen. Irgendeine Gestalt. Und ich meine das ernst. Ja, ne? Bruder Dennis, ich habe auch oft Gestalten gesehen, sowas. Nein, ich sage dir wirklich ganz ehrlich. Christian. Nein, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe meine Tür zugemacht und ich habe an der Tür ein Kratzen gehört. Richtig ein Kratzen auf einen riesigen Hund. Habt ihr Katzen? Ja, nein. Bruder Dennis, weißt du, was mir auch oft passiert ist? Vielleicht kennst du das auch. Wirklich, bevor ich wiedergeboren war, bin ich sehr oft schlafen gegangen. Guck mal, was die schreiben, Schizophren kommt von Drogen. Ja, lass die reden. Meinst du jetzt mich? Lass die reden. Okay. Okay. Guck mal, weißt, ich bin früher, bevor ich wiedergeboren war, ich bin oft schlafen gegangen und bin aufgewacht und hatte so, bin auf meinem Körper, ne, Kratzer. Ja. Das ist auch sehr oft passiert, sowas. Hattest du auch sowas? Ich wollte noch was erzählen. Ich habe auf einmal so einen riesigen Kratzer auf meinem Körper, so ganz komisch, ne? Oder weißt du, was ich gesehen habe? Drei Kratzer? Warte mal. Sah das aus wie so eine Abo? Ja, ja, sowas, ja. Abo, ich bin ja zusammengebrochen. Ich habe ja geweint. Ich hab geweint. Guck mal, meine Eltern. Nervenzusammenbruch. Ich muss mir vorstellen. Warte, pass auf. Ja. Das war so. Ich habe dann eine Zeit lang alleine gelebt mit meinem Vater. Und mein Vater hat jedes Mal, musste er um 3 Uhr nachts arbeiten, weil er musste immer eine Stunde, anderthalb Stunden knapp zur Arbeit, ne? Und dann musste er schon pünktlich da so um 5:30 sein, ne? Also der hat echt früh angefangen zu arbeiten, aber. Und das war so, ich hatte zwei Hunde gehabt. Auf einmal meine Hunde fangen an zu bellen und zu knurren. Und ich habe auf einmal Panikattacken bekommen, weil ich habe richtig dieses Knurren gehört. Die standen, beide saßen die vor der Tür, wo mein Vater schläft, und haben die Decke angeguckt und haben geknurrt. Und auf einmal sah ich irgendwas. Es war so groß. Das war so groß. So groß, aber ich konnte nicht erkennen, was es war. Ey, ich war am Ende. Ich hatte so eine Angst gehabt, ne? Weil das hatte so... Das hatte diese Augen gehabt wie eine Schlange. Kennt diese Reptilienaugen, diese Schlangenaugen? Du weißt, was ich meine, diese... Ja, aber ja, nur ein groß, aber nur ein groß. Und ich habe einfach, ich hatte Angst gehabt. Weil an diesem Moment, ne, stell dir mal vor, du siehst sowas in der Wohnung. Was willst du machen? Wo willst du hin? Was willst du rauslaufen? Du weißt, du kannst ja nichts wohin laufen. Du weißt ja, du kannst ja nicht vor den Dämonen fliehen. Ich war am Ende, ich war so am Ende. Ich konnte nicht mehr. Hey, Bruder, ja. Das ist auch, das ist auch wahr, wirklich. Meine Cousine in Italien,
die Tochter von ihr, da war ich ein kleiner Junge. Und die haben sich mit meinen Eltern unterhalten und die haben denen erzählt, dass die nachts im Haus, also in der Wohnung, geschlagen werden und Stimmen hören, die sagen, zieht aus, wir mögen euch nicht. Und meine Cousine war ganz gesund, die Tochter. Die hing heute, weil sie da irgendwie in der Nacht den Knöchel gebrochen haben, Bruder. Und die Ärzte haben zu denen gesagt, das Kind ist irgendwie hängen geblieben. Aber weißt du, so in der Nacht so an den Gittern von da, vom Babybett hängen geblieben. Aber das war nicht so, Bruder. Meine Cousine hat gesagt, die steht morgens auf und hat so Flecken von Ketten, Bruder. So, war ich kleiner Junge, hat so meine Eltern erzählt. Und dann sind sie ausgezogen und dann war es vorbei, Bruder. Bei denen war es dann vorbei. Von Da kenne ich auch so Ketten? eine Story, wo ein Kollege von mir, ein Bruder, ne, der hat sich eine Wohnung geholt. Und diese Wohnung, die Wohnung hat früher Indern gehört, ne, und ihr wisst ja, was die da machen, ne, in ihrer Religion. Das ist ja hochokkult, was sie da machen, ihre Was Rituale und machen so. die denn? Boah, das ist heftig, das muss jemand schon wirklich. Machen wir eine Das hat, die Kurzfassung, ich machen weiß wirklich es ganz, nicht. ganz komische Rituale. Was sind das? Das ist, das merkst du Teufelsanbeter einfach, oder dass es satanisch ist. Du merkst einfach, dass es was? Ach du satanisch ist. Schreck. Du merkst es einfach. Echt jetzt? Merkst du wirklich? Und der Ja, ist kein Wunder, eingezogen, der dieser Kollege von Elefant mir, mit und der hat 20 da, Armen und so, ja. und der hat da ganz, ganz komische Sachen in der Wohnung erlebt. Wirklich sehr komische Sachen. Sehr, sehr Bruder, komische Sachen. Abo, weißt du, was ein Kollege von mir passiert ist? Da war ich wiedergeboren, ne? Ein Kollege von mir, pass mal auf, was ein Kollege von mir passiert ist, Digga. Der Typ hat geweint, der war am Ende. Er meinte, ey, ich meine das ernst, ich rufe dich. Er meinte wirklich, Dennis, ich brauche Hilfe. Ich meine, ich kann dir nicht helfen. Wenn einer dir helfen kann, ist es der Herr Jesus. Und da war ich auch ganz frisch im Glauben. Guck mal, er ist mit seiner Freundin an einen Badesee gefahren, mitten in der Nacht. Ich weiß nicht, wann das war. Montag, Sonntag, ich weiß es ehrlich nicht mehr. Auf einmal, es ist ja auch nicht normal, dass man nachts baden geht. Das macht man ja auch nicht, ne? Wer geht bitte nachts baden in so einen riesigen Badesee? Das ist auch schon Nee, das unheimlich, ist nicht oder? normal. Das ist unheimlich. Ja, pass auf. Die haben gebadet. Er meint, die haben so ein bisschen getrunken und dann war er so schwimmen. Er meinte auf einmal, dass irgendwas, er sagt, er sagt, das war nicht normal. Und er hat mir genau das so beschrieben. Er war dann irgendwie bis zum Kopf da drin, also wo man nur noch seinen Kopf sehen kann. Und dann meinte er, irgendwas hat ihn an der Hand so gezogen, ob eine Hand seinen Fuß berührt und ihn so zieht, unter Wasser so drückt, ne? Oh. Abo? Abo. Sag ja, Abo. Sag ja. Und dann seine Freundin, die hat ihn angeguckt mit weißen Augen und hat gelacht wie eine Psychopathin. Ach du Schreck. Was sagst du dazu? Und Ja, das ich mit den habe weißen meine. Augen, das tritt häufig auf, habe ich gehört. Ja, aber dass sie ihn, also sie hat ihn ausgelacht, wie eine Psych wie so eine. Er Ja. meinte, sie hat mich dabei ausgekommen. Ihn hat was am Bein gepackt. Sie hat ihn dabei angestarrt und hat ihn dabei ausgelacht und hat mit weißen Augen ihn wie so ein Psychopath Ja, angelacht. so wie Weißt Undertaker, wenn er die Augen verdreht, ne? Ja. Ey, das ist doch nicht dein Ernst, was wie Undertaker. Du weißt doch, der macht doch auch so Ja, dick, seine ey, Augen. ich habe das Gefühl, der will uns ja Ja, Bruder, veräppeln. nein, der hat recht. Der Undertaker macht das auch. Der hat Dieser, das ja der ist auch doch auch gemacht. ein Der hat die Augen nach hinten Teufelsanbeter. gerollt und das nur weiß gesagt, die Zunge rausgestreckt, immer wenn er einen Takedown gemacht hat, Bruder. Ja, Warte, danke guck das schön. nach. Da Danke. gibt es ganz üble Bilder von dem, Bruder. Wirklich, kein Undertaker, Spaß. weiße Augen. Genau, guck hin, das ist auch ein Satanist. Der hat auch immer okkult betrieben, dieser Verdammte. Wer Ja. ist das? Was macht der? Der Egal, zum der hat Catcher, auch immer dieses der ist auch berühmt, Wiederbelebt. sehr berühmt. Ein was ist der? Ein Ja, Mann, Wrestler, ey, WWE das Wrestler, stimmt. weißt du? Ja, Das stimmt. ist ja ganz Ey, klar, das dass du ist erfolgreich werden richtig kannst, wenn wunderlich. du Dämonen in dir hast. Ein Dämon wird schon dabei sein, der ein guter Ringer ist. Digga, der war doch immer schwarz gekleidet und kam als immer Sensenmann an Der und war doch, immer aus dem Sarg kam er rausgekrochen und so. Wisst ihr das nicht? genau. Nein, die sind zu jung, die sind zu jung. Du Digga, die bist auch denken immer, so, ich mache mich hier Ü30, oder? Wie alt lächerlich. bist du denn? Wie? Ich bin Javier? 33. Ja, siehst du. Ja, Guck mal, ist auch ein schrecklich, Zeichen. Bruder, Komm zum Herrn. schrecklich. Der Herr war auch 33. Komm zum Herrn. Glaub mir. Kommt, Schrecklich. kommt, komm zum Herrn. Ja, richtig. Das ist die perfekte Zeit für dich, Bruder. Aber Das Abo. ist die Zeit, das ist der Ort. Zum Beispiel der Kollege auch von mir, er meinte, dass sie seine Freundin bei einer Wahrsagerin gewesen ist. Und das war dann so, sie ist da hingegangen, weil sie wollte halt was herausfinden. Und auf einmal meinte er so zu mir, seitdem sie da hingegangen ist, er meinte, Bruder, ich kann nicht mehr. Ey, ich liebe diese Frau. Ah, diese Frau ist richtig dämonisch besessen. Du weißt gar nicht, was sie macht. Und dann sag ich so, was ist denn? Was passiert denn? Ja, mitten in der Nacht.
Sie wirkt mich und spricht irgendwelche fremden Sprachen, die ich noch nie gehört habe. Ich sage, ey, du musst diese Frau sofort aus deiner Wohnung schmeißen und du musst zu den Herrn Jesus kommen. Hat er Boah. aber noch, ja, aber stell dir mal vor, deine Frau und deine Freundin liegt mit neben Ach dir, du hört Scheiße. dich und spricht irgendwelche Sprachen. Ach du Spricht Scheiße. irgendwie. Hätte ich Ach du direkt den Scheiße. Schwitzkasten nehmen und von hinten bearbeiten. Aber ich sag Ja, dir eins. du kannst 30 Jahre Kampfsport machen, wenn ein Mensch dämonisch besessen ist. Das ist so, ob er mit dir Flummi spielt. Du hast auf einmal. Doch, das ist halt wirklich so, das kannst du dir nicht Ich habe vorstellen. selber das erlebt. Ich habe selber einen Kollegen gehabt, Die muss der gekreuzigt werden mit dem Zauberzepter. Es ist. Erzähl, Entschuldigung, ja. Was hast du denn? muss gekreuzigt werden mit dem Zauberzepter. Ihr versteht schon, was ich meine. Der Teufel muss ausgetrieben werden. Nee, das muss der Herr Jesus machen. Guck mal, Abo. Glaub es mir das. Wenn du Dämonen austreibst, weißt du, was passiert? Dann Die kommt kommen noch wieder, wenn schlimmer. du wieder in die gleiche Sünde fällst. Die Wieder mit kommen wieder. Verstärkung, weil sie traurig sind. Die kommen Und wieder mit ehrlich jetzt. Verstärkung und dann bist du in dem Teufelskreis drinne.